Viele Flugzeuge rollen nach der Landung einem schwarz-gelben Auto hinterher. Wir erklären euch warum. Wenn du landest, wirst du ja von einem Follow-Me-Car abgeholt. Aber würdest du dich eigentlich ohne ein Lotsenfahrzeug verfahren? Quatsch, nein, Willi. Verfahren habe ich mich noch nicht, auch wenn es manchmal wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Diese Lotsenfahrzeuge, die zeigen einem manchmal, hast du recht, den Weg zur Parkposition, aber im Regelfall bekommt man die Freigabe für die Rollwege vom Fluglotsen bzw. vom Vorfeldlotsen über Funk. Manchmal gibt es aber auch Baustellen auf Flughäfen und da muss dann rein rechtlich tatsächlich so ein Follow-Me-Car eingesetzt werden, um einen um die Baustelle herumzuleiten. Es gibt sogar das Gerücht, dass Air China in Frankfurt ausnahmslos mit Follow-Me-Cars über den Flughafen geschickt wird, weil es angeblich in der Vergangenheit schon mal dazu kam, dass die sich immens verrollt haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Ansonsten gibt es eben hauptsächlich nur die Rollfreigaben vom Lotsen. Hier auf der Anflugkarte von Frankfurt, da kannst du ganz gut erkennen, dass die grauen Wege sind die Rollwege und die großen schwarzen Balken sind die Runways. Jeder Rollweg hat einen Buchstaben, manchmal noch mit einer Zahl. Zum Beispiel hier L9, Lima 9 oder da oben L8, Lima 8. Und eine Freigabe könnte dann zum Beispiel lauten, Airbus One, rollen Sie über Lima 7, Lima, November 3 zur Parkposition 1.5. Das war jetzt eine relativ kurze Clearance. Manchmal ist es wirklich sehr, sehr schwierig, sich die ganzen Buchstaben zu merken. Deswegen ist immer eine gute Vorbereitung Gold wert, um später es relativ einfach zu machen, sich die Clearance zu merken. Hier zum Beispiel Flughafen Paderborn, den fliegen wir gerade auch an auf der Landebahn 06. Da erwarte ich, dass wir nach dem Abbremsen über B, Bravo, abrollen können und dann über M, Mike oder über A zum Vorfeld. Kann auch sein, dass wir B, M, L bekommen oder B, M, G. Vielleicht sagt der Lotse auch, während des Abrollens, bitte nehmen Sie Alpha. Das würde bedeuten, wir müssten also bis zum Ende rollen und dann hier über Alpha abrollen. Also eine gute Vorbereitung vor der Landung macht es gleich einfacher dann, diesen Wust an Zahlen und Buchstaben sich zu merken. Wir gucken jetzt mal Paderborn, wo wir tatsächlich landen werden. Wir sind wie gesagt auf dem ILS für die Runway 06. Werden automatisch landen und rollen dann ohne Vorfeldlotsen ganz selbstständig wie große Piloten zur Parkposition. Jetzt darf natürlich nur nichts schief gehen bei der Landung. Übrigens, Fun Fact, in Hannover zum Beispiel ist ein Follow-Me-Auto ein Porsche. Wahrscheinlich eine Werbemaßnahme oder so ähnlich. Ansonsten sind es vom kleinen Golf bis zum T5 unterschiedliche Autos. 500 Fuß noch. Alles ist gut. Ich kann auch schon die Rollwege gut erkennen. Bravo, wie gesagt, vermute ich, dass es Bravo werden wird. 300. Ich muss nicht viel machen, automatische Landung. Übrigens, da haben wir das Thema Papi wieder. Drei rote plötzlich. Das geht noch. Bei vier roten müssten wir durchstarten. 100. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Retire. Wir sind aufgesessen, die Spoiler sind ausgeklappt, Umkehrschub können wir auch noch geben und die Bremse funktioniert. So, da sehen wir schon das Schild B. B schaffen wir wohl nicht mehr, wir müssen also weiter bis zu A rollen, zum Vorfeld. Ja, das ist nicht allzu schwer, das kann ich gleich machen. Aber auch jetzt zum Beispiel, Willi, hätte man sich vorher nicht angeguckt, dass nach B der Taxiway A kommt, dann hätte man jetzt vielleicht mit dem Lotsen ein Missverständnis oder würde ordentlich ins Straucheln kommen bei den ganzen Buchstaben. Wir gucken uns so an, ob tatsächlich jetzt A vor uns liegt.
A soll es sein oder A1 ist noch ein kleinerer dahinter. Und wir schauen mal. Da steht schon auf dem Schild A. Wir nehmen mal A1. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben. So. Beim Verlassen einer Landebahn muss man immer natürlich die Autopiloten aushaben. Ansonsten kann es dazu führen, dass das Flugzeug zurück zur Landebahnmitte möchte. So, jetzt stehen wir auf Alpha 1. Ich setze mal kurz die Parkbremse. Na, da ist sie doch. Zack, und wir gucken uns das mal an, wo wir stehen. Da stehen wir, Alpha 1. Ohne Follow Me, ohne Lotsenfahrzeug. Abgerollt. Tja, deswegen, man braucht gar keine Lotsenfahrzeuge. Einfach auf die Karten gucken und dann geht das auch. So, und ich muss jetzt mal ein bisschen hier Platz machen, sonst blockiere ich hier alle Leute. Wenn du Fragen hast, Willi, jederzeit, ne? Danke, Björn, mal wieder sehr gut erklärt. Und ich werde jetzt dasselbe machen, nur mit Follow Me Car, denn ich habe ein Plugin, was halt so ein Follow Me Car erzeugen kann. Das haben wir hier rechts direkt. Und da kann ich jetzt auswählen, Departure, da könnte ich jetzt eine Landebahn auswählen, entweder die 04 oder die 22 in Dresden. Aber wir sind gerade gelandet und deswegen gehe ich auf Arrival und wir fahren auf die Position, also wir wollen zur Position 31. Können ja jetzt noch den Haken für das Speed Limit 28 Knoten setzen und dann drücken wir hier auf Request Follow Me Car. Ground to Cockpit. Und der fährt jetzt schon direkt los. Da fahre ich direkt mal hinterher. Die Lichter sind schon an und ja, ich drücke nochmal kurz auf Pause. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier über Charlie abrollen und dann nach rechts, nach Hotel. Hier weiter und danach über Mike zur Position 31. Und mal gucken, wie das Follow Me Car macht. So. Also wir sehen hier, hier steht Follow Me. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber es ist ein gratis Plugin. Es macht alles, was es soll. Und ich sehe, der will nicht rechts auf Hotel, sondern fährt geradeaus und wird jetzt hier rechts gehen. Ja, hier steht Turn und dann Pfeile nach rechts. Da fahren wir jetzt auf den Taxiway November. Das würde man in echt mit so einem Flugzeug natürlich niemals machen. Aber wir fahren jetzt einfach mal hinterher. Weil hier ist ja eh nicht viel los in Dresden gerade. So, ich starte mal die APU. Wir brauchen ja schließlich Strom, wenn wir gleich die Triebwerke ausschalten. Also und da vorne ist schon das Terminal, da werden wir gleich links abbiegen auf Mike. Ja. So, jetzt leuchtet hier schon wieder nur noch ein Licht. Linke, also geht's jetzt gleich nach links und zwar jetzt. Ground to cockpit. We have arrived. Jetzt sagt ihr mir hier, dass wir da sind und dass ich jetzt hier nach rechts fahren soll. Da fahre ich mal schnell an dem vorbei. So. So, jetzt muss ich hier gucken. Da wird gleich mein Flugzeug angezeigt, genau jetzt.
müsste ein bisschen langsamer werden. Ja, da komme ich ganz gut. Ja, jetzt langsamer werden und Mist, noch nicht. Jetzt Stopp. Parkbremse ist gesetzt. Die APU ist da. Da können wir die Triebwerke ausschalten. Eins geht aus und die zwei geht aus. Welcome once again. Goodbye. Jetzt hat er mir nochmal gesagt, willkommen. Jetzt ist er schon weg. Okay, jetzt habe ich hier vergessen, die Lichter auszumachen. Aber schon okay, weil hier ist gerade nicht viel Bodenpersonal unterwegs, direkt am Flugzeug. Und jo, die Triebwerke sind soweit runtergelaufen. Da machen wir noch das Beacon Light aus. Die Treibstoffpumpen aus. Jo, und da sind wir angekommen. Dasselbe könnte ich jetzt noch andersrum machen, also dass ich mich hier pushbacken lasse und dann rufe ich ein Follow Me Car, dass ich zur Landebahn will. Könnte ich genauso machen, aber so ist das, finde ich, viel cooler. Hier gehen jetzt schon die Frachtklappen auf. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon mit dem Video. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Plugin ist, der Link ist in der Videobeschreibung. Also guckt mal rein, wenn ihr euch dieses Plugin downloaden wollt. Ist eigentlich ganz einfach. Und hier auch ganz einfach zu handeln. Da müsst ihr hier einfach auswählen, wo ihr hinfahren wollt. Und hier noch, was ihr für ein Flugzeug seid. Und dann könnt ihr hier unten sogar einstellen, was das für ein Follow Me Car ist. Da kann ich hier ein Ferrari sogar machen. Aber ich nehme hier immer diesen Truck. Man könnte auch so ein Van nehmen. Ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten und also guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.